Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, gibt es heute tatsächlich mal wieder, oder was heißt denn mal wieder, überhaupt mal eine Filofax Wochendeko, yay! Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich immer noch in meinem Molden. Ich finde, er passt ziemlich gut zur Weihnachtszeit. Ich hatte kurz überlegt, ob ich vielleicht zur Weihnachtszeit wieder in die Kate soll. Aber dann war es mir irgendwie zu aufwendig mit einem neuen Setup und so weiter. Ich habe zwar noch viele so weihnachtliche Papiere vom letzten Jahr, aber ich habe irgendwie gar keine Lust auf dieses ganze Basteln irgendwie zurzeit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, wie es auch schon beim letzten Mal hier alles war. Ich habe jetzt tatsächlich mal zwei Wochendekos nachgeholt, beziehungsweise überhaupt mal gemacht. Und zwar ist das diese hier von der 47. Kalenderwoche. Ich habe das auch schon mal bei Instagram gepostet. Ich bin wirklich relativ zufrieden mit der Woche, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen war es mal wieder schön, so ältere Sachen mal zu verwenden, die man vielleicht irgendwie, ja, fast vergessen hat. Wie zum Beispiel dieses Tape hier, das war ja, ja in der winterlichen Kollektion von Paper Poetry letztes Jahr. Und ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich mag es, wie die Tierchen darauf aussehen. Vor allen Dingen den Eisbären und den Fuchs mag ich sehr gern. Und ja, dann habe ich hier noch so einen Washi-Rahmen gezogen, à la Masking Mirror. Und so ein paar Pokémon hier verteilt, weil ja, der Release von Pokémon Sun and Moon hier anstand. Und ja, also ich bin wirklich ziemlich zufrieden mit der Woche. Übrigens fährt gerade wieder eine Straßenbahn vorbei, aber ihr habt ja gesagt, ihr hört es nicht. Ich bin mal gespannt. Genau, und das hier war dann die aktuelle Woche sozusagen. Hier habe ich mal so ein bisschen dekoriert. Ich mag es aber nicht, dass das hier so durchscheint. Habe ich irgendwas zum drunterlegen oder so? Machen wir es mal so. So ist das Ganze ein bisschen neutraler. Das gefällt mir ganz gut. Ja, mit der Woche bin ich so semi zufrieden. Ich habe ein Sample von der lieben Miss Kunterbunt erhalten, von dem allseits begehrten neuen Ninja Link Tape. Meine Güte, ich bin so raus, dass ich noch nicht mal mehr ihren Namen aussprechen kann. Aber gut. Genau, das habe ich so bei der lieben Franzi von Kanal Elfenbeinmädchen gesehen, dass sie hier einfach so einen Streifen hingeklebt hatte und fand es ganz cool, die Idee, und wollte es einfach mal ausprobieren. Die Woche ist jetzt ehrlich gesagt so nach und nach entstanden, also das hier, das, das und das hatte ich, ja, glaube ich, letzten Sonntag gemacht. Und dann ist das hier so im Verlauf der Woche entstanden, wenn ich dann halt so wusste, was passiert oder passieren wird oder passiert ist, je nachdem. Und ja, mich hat die Woche auch noch ein ja, sehr, sehr süßer Brief erreicht von der lieben Sarah vom Kanal Sarah Mary's Life in Pictures. Hier klebt noch ein Washi-Tape-Rest und ich weiß nicht, woher der kommt. Ja, auf jeden Fall hat sie mir auch ein paar Samples und kleinere Goodies hinzugefügt, worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Unter anderem war dieses Tape hier dabei und dieses kleine Washi-Tape-Aufkleberchen, sag ich mal, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ein Sticker-Flake vielleicht, irgendwie so. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, vor allem das hier finde ich irgendwie so ziemlich weihnachtlich, aber auch ziemlich dezent irgendwie. Ja, genau. Soweit zu der Woche. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze hier alles ganz okay erkennen. Ich habe jetzt schon wieder ziemlich viel geredet am Anfang. Und ja, was wollen wir tun? Wir wollen jetzt mal die nächste Woche dekorieren. Wie ihr seht, steht bei mir ein bisschen was an. Deswegen dachte ich, dass es sich eventuell lohnen wird, die Woche zu dekorieren. Also on camera, sag ich mal. Genau, deswegen dachte ich so den ganzen Tag, hey, dekoriere jetzt doch mal, dekoriere jetzt, Alex, jetzt setz dich endlich hin. Ja, und jetzt ist es, glaube ich, irgendwie schon so um 7 und ich fange jetzt mal damit an. Ja, super, Alex. genau, ich verreise die Woche wieder, denn wir haben ein Team-Meeting wieder wegen der, also zwecks Arbeit, und am Donnerstag haben wir unsere Weihnachtsfeier. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, und deswegen wollte ich mit diesen schmalen, das ist so ein ganz, ganz schmales
MT-Tape. Aus so einem Dreier-Set, glaube ich. Ja, wieder einen Rahmen basteln. Irgendwie stehe ich da zurzeit gerade wieder ziemlich drauf. Ich glaube, das muss ich hier noch nicht mal ordentlich abschneiden. Das genügt mir, wenn das so abgerissen ist. Ups, das war schon zu viel. Okay, ich glaube, der Rahmen ist ein bisschen schief, aber das soll mich jetzt nicht ganz so sehr stören. Okay, jetzt habe ich mir ziemlich viele Samples herausgelegt. Unter anderem die, die ich eben von der lieben Sarah erhalten habe diese Woche. Und ich schwanke hier noch ein bisschen, denn ich wollte die Woche so ein bisschen bläulich gestalten. Und da würde hier zum einen dieses Tape hier ganz gut passen. Aber hier ist noch so ein anderes Tape, was mich so ein bisschen anturnt, wollte ich schon sagen. Das klingt irgendwie falsch. Und hier ist so eine blaue, also hier sind so ganz viele Tassen drauf und der Style ist irgendwie ziemlich cool, der Zeichenstil. Und ja, das würde ja eigentlich auch ganz gut passen und es wäre vielleicht nicht ganz so schon wieder alles so, also was heißt hier schon wieder, aber so wie ich es früher gern gemacht habe, so, so ziemlich Ton in Ton alles. Ich probiere das mal, wie das hier aussehen würde. Das gefällt mir aber auch ziemlich gut. Ich glaube, das wird eher das Tape hier. Und ich glaube, es hat jetzt tatsächlich, also ich habe heute das Haus bisher noch nicht verlassen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es tun werde oder nicht. Aber es hat, glaube ich, heute geschneit hier bei uns in Erfurt. Und deswegen würde das ja ganz gut passen. Außerdem mit Weihnachtsfeier und so, da kann es schon mal hier ein bisschen winterlich werden, oder nicht? okay. So, ja, das gefällt mir schon ganz gut. Das kann jetzt so bleiben. Okay, was möchte ich denn hier noch machen? Ich habe mir noch einige andere Tapes hier rausgelegt. Ich dachte eigentlich, das wäre vielleicht ganz cool, aber irgendwie Streifen und noch mehr Streifen ist vielleicht auch nicht so cool. Ich gehe hier mal so ein bisschen durch. Ich hatte überlegt, hier dieses Sample hier zu benutzen, weil mir diese, ja, wie nennt man die, Zweige ganz gut gefallen. Aber irgendwie sieht das eher herbstlich aus und weniger winterlich. Deswegen wird das, glaube ich, doch nichts. Sorry, Bro. Okay, dann habe ich hier diese wunderbaren Samples von diesen tollen, ich weiß schon gar nicht mehr, diese MT Limited Edition mit diesen dreieckigen Tapes. Da hat mich eine sehr, sehr liebe Instagrammerin, ja, sie mir einfach so geschickt. Das war sehr, sehr nett. Und ich hatte überlegt, das irgendwie zu verwenden. Aber ich weiß nicht, irgendwie mit den Streifen sieht auf einmal alles so viel aus. Vielleicht so ein neutrales Weiß hier. Vielleicht wäre das was. Weiß und Silber. Wäre das was? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen sollen, bevor ich dieses Video anfange. Weil irgendwie hat alles so gut zusammengestimmt. Nee, wie heißt das? Zusammengepasst. Und ich dachte, das passt. Doch, ich glaube, ich finde das ganz cool so. Da würde ich mir die Weihnachtsfeier mit markieren. Das habe ich ja schon vorletzte Woche gemacht. So ähnlich zumindest. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Deswegen mache ich das einfach nochmal so mit diesen ein Streifen, dem Rahmen und dann noch was drüber kleben. Gefällt mir irgendwie ganz gut. Und ja, deswegen dachte ich, dass ich das glatt noch einmal mache. Jetzt muss es nur gerade einigermaßen sein. Ja, passt. Es ist nicht gerade, ich sehe es, aber es ist okay.
Hier schreibe ich dann bla Weihnachtsfeier drauf. Okay. Hier ist dann zwar auch noch ein Termin, aber ich glaube, das wird dann irgendwie zu viel, wenn der Rahmen ist, dann das und dann ist eigentlich vorher noch ein Termin und am Freitag auch und irgendwie, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Dann hatte ich hier noch dieses Sample hier, das habe ich von der lieben Ellen, zu der wir ja später noch kommen. Aber ich glaube, das wird zu viel mit dem Koffer. Oder? Hier ist noch so ein blauer Koffer. Mein Koffer ist tatsächlich blau und sieht so ähnlich aus. Nee, ich glaube, das wird zu viel. Okay, lassen wir das mal. Hier habe ich noch ein paar andere weihnachtlichere Tapes. Nee, hier vielleicht irgendwas. Nee, irgendwie nicht. Das habe ich für die Deko davor gerade noch gebraucht. Und das. Was tue ich hier nur? Okay, ich habe jetzt ziemlich viel hin und her überlegt. Aber ich glaube, ich werde dieses Mädchen hier hinkleben. Denn wahrscheinlich, und es liegt an mir selbst, dass ich es noch nicht weiß, denn ich bin ein Idiot, werde ich mich am Samstag eventuell mit der lieben Ellen, also der lieben My Pretty Cloud, treffen. Denn sie ist in Erfurt und hat Familien, also macht Familienbesuch und hatte gefragt, ob wir uns vielleicht nicht wieder treffen wollen. Und ich würde es sehr schön finden, aber ich bin ein Idiot und habe ihr noch nicht zurückgeschrieben. Also, liebe Ellen, falls du das siehst, wenn ich dir immer noch nicht zurückgeschrieben habe, dann bin ich ein Volltrottel. Bitte erinnere mich bitte nochmal dran. Aber ich habe es auf dem Schirm, wie du siehst. Also, ich werde das Mädchen hier nicht ausschneiden, denn ich finde es gerade ja ganz schön irgendwie, wenn sie so ist, wie sie ist. Oh. Okay. Das ist mir noch nie passiert, dass ich hier das so falsch abgedingstet habe. Es ist das erste La Dolce Vita-Mädchen, was ich verwende aus dieser neueren Kollektion. Und irgendwie bin ich anscheinend zu blöd dafür, sie abzukriegen. Was ist hier los? Okay. Und das Papier scheint aber auch irgendwie ein anderes zu sein. Das hat doch sonst nicht so mega krass geklebt, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht erzähle ich auch Stuss. Ja, auf jeden Fall dachte ich, dass das Mädchen gut dazu passt. Denn sie hat blaue Haare. Und irgendwie passt es hier vielleicht ganz gut. Ja, dann habe ich noch überlegt, was ich noch hinkleben könnte. Denn hier ist es noch ziemlich leer und ich weiß einfach noch nicht, was da so passieren wird. Vielleicht sollte ich da doch den Koffer hinkleben und einfach mal schreiben, dass ich packen muss. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Wäre eine Idee. Wow, das hat es jetzt wirklich gebracht. Jetzt sind die beiden Seiten total im Gleichgewicht. Wow. Vielleicht sollte ich dieses Tape hier noch dazu verwenden. So, okay. Schon besser. Und dann habe ich noch dieses Eisbären-Tape von Emile Steele hier bei mir entdeckt, was ja eine Zeit lang sehr, sehr beliebt war. Und ich liebe es immer noch, aber manchmal ist es irgendwie ein bisschen schwer, im Hochsommer Eisbären einzusetzen. Ja, und der ist hier wirklich nur rein dekorativ. Denn gleich der erste Bär, der da gerade war, liegt so ganz erschöpft auf dem Boden und sagt Bonjour. Und ich dachte, das passt zum Anfang der Woche. So allgemein. Ja, ich glaube, das finde ich ganz gut. Okay, dann schreibe ich jetzt mal und wir sehen uns dann gleich wieder oder hören uns wieder.
Okay, ich bin mir nicht sicher, wie viel ihr noch erkennt, weil selbst ich sehe hier nicht mehr ganz so gut. Aber das ist jetzt so das Ergebnis und ich werde das jetzt noch mal kurz einheften. Hier. Und ja, also auf dem Washi-Tape hier zu schreiben, auf diesem Special Washi von MT, war gar nicht so einfach. Ich musste da mehrfach drüber gehen, wie ihr das vielleicht gesehen habt. Aber ja, ich bin jetzt soweit relativ zufrieden mit der Woche. Hier ist es, wie gesagt, natürlich noch ein bisschen leer. Und ich habe beschlossen, dass ich heute das Haus, glaube ich, nicht mehr verlassen werde, denn es ist stockfinster. Und wenn ich rausgucke, dann sind die Autos schon so eingefroren und so. Und deswegen werde ich morgen die Bestellungen dann wegbringen. Und ja, dachte mir, ich schreibe es hier mal auf und lasse dieses Tape hier nochmal auftauchen. Und ja, also ich mag diese sehr dünnen Tapes hier gerade sehr gerne. Das waren doch Zweiersets. Ich habe gelogen, verdammt. Hier, diese vier davon habe ich. Und ich finde sie ganz cool und ich habe ja auch schon hier letzte Woche dieses eine hier verwendet. Und ja, vielleicht kommen die anderen auch demnächst mal zum Einsatz. Ich habe noch diese anderen hier mit dem Muster, die so schmal sind. MT Slim, meine Güte. Genau, also ich mag die eigentlich ganz gerne. Eine Zeit lang wusste ich nicht so ganz, wie ich sie einsetzen soll. Aber zurzeit komme ich ganz gut mit denen zurecht. Und ja, also ich bin relativ zufrieden soweit. Es ist nicht zu bunt, aber auch nicht zu eintönig, mit dem dadurch, dass das Braun irgendwie nochmal wiederkommt und das Gelb so ein bisschen. Und es ist schön, mal wieder ein Mädchen benutzt zu haben. Ich muss sagen, zum Beispiel hier hat mir der Teil nicht mehr ganz so gut gefallen irgendwie. Die gefällt mir dennoch ganz gut, aber es ist mal wieder schön, so ein hübsches Mädchen angucken zu dürfen, dann die nächste Woche über. Ja, das war's soweit zu dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, weil ja, eine Wochendeko wieder von mir zu sehen im alten Stile. Und ja, ich bin am Überlegen, was ich dann nächste Woche bringen werde für ein Video. Also ich werde mich bemühen, auf jeden Fall jetzt mindestens jeden Sonntag ein Video hochzuladen. Also in der Woche ist es ein bisschen schwierig, weil nach der Arbeit, ja, gibt es dann nur sehr schlechtes Licht und meine Motivation sinkt in den Keller. Und ja, deswegen wird es eher mau werden unter der Woche, aber ja, am Sonntag möchte ich das soweit beibehalten, dass ein Video von mir kommt. Ich habe auch noch ein Video in Planung. Das habe ich mir von der lieben Mira abgeschaut, denn sie hat vor kurzem, also was heißt hier vor kurzem, es ist schon wieder, glaube ich, eine ganze Weile her. Aber ich war letztens auch zu Hause und habe das hier entdeckt. Ja, ihr seht richtig. Dieses Hausaufgabenheft hat keinen Umschlag mehr, aber es beinhaltet trotzdem noch sehr viele tolle Sachen. Und hier ein kleiner Vorgeschmack auf meinen allerersten Filofax. Also, falls ihr Lust drauf habt, wird ein Video zu meinen alten Schülerkalendern und ja, Planern, die ich dann so in der Uni benutzt habe, kommen. Denn da drin sind so einige Sachen, die ich im Nachhinein betrachtet ganz lustig fand und mit euch vielleicht teilen möchte, weil ich das bei Mira halt so cool fand. Ja, also wenn ihr Lust habt, werde ich das nächste Woche mal abdrehen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich, ja, wie gesagt, nächste Woche wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich ja gesagt habe, aber ich höre jetzt am besten einfach auf zu reden. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Zeit und ja, auf Wiedersehen.